Jetzt, genau, würden wir direkt übergehen in unser nächstes Panel. Und da darf ich schon mal Frau Saksowski und Herrn von Plotnitz nach vorne bitten. Ja, die sichtbare Zugehörigkeit zum Islam durch das Tragen eines Kopftuchs hat in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar eher Jahrzehnten, viele muslimische Frauen immer wieder zu Zielscheiben von Diskriminierung gemacht. Muslimas mit Kopftuch werden nicht selten als rückständig, nicht integrationsfähig und auch sogar antifeministisch angesehen. Es ist ein komplexes Thema mit vielen Facetten. Wir haben eben schon ab und zu davon gehört und auch in dem eindrücklichen Vortrag nochmal von Herrn Bassiouni. Von Religionsfreiheit über Integration bis hin zum Arbeitsrecht und um über den Umgang mit dem Kopftuch im öffentlichen Dienst zu sprechen, freue ich mich jetzt sehr, dass Ute Saksowski und Rupert von Plotnitz hier sind. Ich stelle die beiden kurz vor. Ute Saksowski ist Universitätsprofessorin für öffentliches Recht und Rechtsvergleichung an der Goethe-Uni hier in Frankfurt. Außerdem ist sie Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen und Mitglied im Direktorium des Cornelia-Goethe-Zentrums für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. 2020 wurde ihr die Ehrenpromotion von der Universität Wien verliehen und ihre Forschungsschwerpunkte sind Verfassungsrecht, Geschlechterverhältnisse im Recht, Finanz- und Abgabenrecht und Verfassungsvergleichung USA. Herr Rupert von Plotnitz machte sein Jurastudium und Rechtsreferendariat in Berlin, Grenoble und auch hier in Frankfurt am Main und arbeitet seitdem als Rechtsanwalt in Frankfurt. Von 87 bis 95 war er Mitglied des Landtages in Hessen und von 1995 bis 99 Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten. Danach war er nochmal Mitglied des Hessischen Landtags bis 2003 und von 2003 bis 2018 Mitglied des Hessischen Staatsgerichtshofs. Ich darf das Wort direkt an Frau Saksowski übergeben für den Vortrag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier zum Kopftuch etwas sagen zu dürfen, dass das ein zentrales Thema ist. Haben wir ja schon durch die vielen Bezugnahmen in den Vorträgen vorher gehört. Ich werde sprechen und meine Expertise und mein Zugang ist ein verfassungsrechtlicher, wenig überraschend bei einer Professorin des Verfassungsrechts. Und ich möchte das im 5 Schritten tun. Es geht nur um den öffentlichen Dienst. Über andere Bereiche können wir möglicherweise in der Diskussion noch eingehen, aber ich fokussiere jetzt ganz auf den öffentlichen Dienst. Also 5 Schritte, ganz kurze Bemerkungen. Mir ist nicht furchtbar viel Zeit eingeräumt, deshalb kann ich es nur skizzieren und gucke jetzt mal, wann ich angefangen habe, damit ich es auch im Blick behalte. Also ganz kurz zum Stand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dann werde ich was zur Frage Kopftuch tragen und Glaubensfreiheit sagen und mich dann in 2 weiteren Schritten zunächst mit der Frage, ist ein Kopftuchverbot zu rechtfertigen im öffentlichen Dienst allgemein und dann spezifisch, was das Ganze nochmal zuspitzt in der Justiz. Und ich werde schließen mit einem kurzen Fazit. Zunächst zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wo stehen wir? Wir haben 3 große Entscheidungen. Und die erste aus dem Jahr 2003, da ging es um, ich mache das jetzt etwas verkürzt, ging es um Lehrerinnen. 2015, Kopftuch 2, ging es wieder um Lehrerinnen. Und 2020 ging es um eine Rechtsreferendarin. Für Leute, die nicht mit dem Verfassungsrecht so vertraut sind, vielleicht ein Hinweis darauf, wir haben 2 Entscheidungen, die eher ja, skeptisch zurückhaltend sind und eine Entscheidung, die eher in Richtung Kopftuch tragen sollte, erlaubt sein geht. Wie gesagt, sind nur Tendenzbeschreibungen. Ich werde in der genaueren Analyse noch ein bisschen was dazu sagen. Und man kann das so deuten, wenn man möchte, dass eben auch unterschiedliche Senate jeweils entschieden haben.
Also man kann sagen, die Entscheidung des ersten Senats ist deutlich progressiver als die des zweiten Senats. Man kann die Entscheidung des ersten Senats erklären, die eben sehr Richtung Zulassung eines Kopftuch, des Kopftuchtragens und gegen ein Kopftuchverbot gerichtet ist, es aber nicht sagt, dass es unbedingt sein muss. Um es jetzt mal etwas verkürzt zu formulieren, kann man durch das erklären, was wir Juristinnen den Horror Pleni nennen, nämlich der erste Senat hätte in dieser Kopftuch-2-Entscheidung, wenn sie ganz gegen den, die Entscheidung davor entschieden hätten, hätten sie nicht alleine entscheiden dürfen, sondern hätten das gesamte Gericht anrufen müssen. Und davor hat man Horror, das kann man sich institutionell ganz leicht erklären. Und deshalb haben wir bei dieser zweiten Entscheidung, die sich weitgehend eigentlich so liest, als ob das Kopftuchtragen in der Schule zugelassen sein muss, es aber nicht ganz so klar sagt. Das wäre eine etwas verkürzte Darstellung dessen, warum diese Entscheidung, wenn man sie liest, wirklich etwas merkwürdig daherkommt. Jetzt also, wie ist das verfassungsrechtlich einzutüten? Und der erste Schritt, und da besteht Einigkeit zwischen allen Entscheidungen und allen Senaten, inzwischen, dass Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz, das ist das, wo die Glaubensfreiheit formuliert ist, und ich zitiere jetzt immer so Ausschnitte aus den Entscheidungen, ist ein umfassend zu verstehendes Grundrecht. Es erstreckt sich nicht nur auf die innere Freiheit zu glauben, oder nicht zu glauben, das heißt, einen Glauben zu haben, zu verschweigen, sich vom bisherigen Glauben loszusagen und einem anderen Glauben zuzuwenden, sondern auch auf die äußere Freiheit, den Glauben zu bekunden und zu verbreiten, für seinen Glauben zu werben und andere von ihrem Glauben abzuwerben. Umfasst sind damit nicht allein kultische Handlungen und die Ausübung und Beachtung religiöser Gebräuche, sondern auch die religiöse Erziehung sowie andere Äußerungsformen. Dazu gehört, und das ist jetzt wieder ganz zentral, das Recht der Einzelnen, ihr gesamtes Verhalten an den Lehren ihres Glaubens auszurichten und dieser Überzeugung gemäß zu handeln, also glaubensgeleitet zu leben. Das muss man sich als erstes mal klar machen, weil das ein bisschen deutlich macht, dass diese Vorstellung, dass Religionsfreiheit einfach nur im Privaten stattfindet oder nur im kultischen Bereich, also nur sozusagen der Gottesdienst oder was Ähnliches, die ist einfach falsch. Die ist, und zwar Einigkeit zwischen allen Senaten, schon lange im Bundesverfassungsgericht, das ist einfach nicht geltendes Verfassungsrecht. Das kann man fordern, aber es ist nicht Verfassungsrecht. Und darüber, wie gesagt, besteht Einigkeit. Ich werde ein paar Sachen sagen, da sage ich Ihnen aber auch, da sind sich die Verfassungsjuristinnen nicht einig oder ich mir nicht mit dem Bundesverfassungsgericht oder so, das werde ich aber immer Ihnen offen sagen, aber da sind wir uns einig. Und das ist wirklich zentral, weil man damit schon mal den ersten Schritt getan hat, dass man sagt, Religionsfreiheit ist nicht nur ein Grundrecht, was man bei sich zu Hause lebt oder in der Kirche oder in sonst einem Gottesdienst, in der Moschee, sondern man darf sein ganzes Leben nach diesem Glauben ausrichten. Dass wir das so weit verstehen, ist richtig. Das ist das menschenrechtlich fundierte Vorstellung, dass Religionsfreiheit für Menschen wirklich zentral ist. Und dass Konflikte zwischen staatlichem Recht und religiösen Geboten, wie sie der Einzelne empfindet, für den gläubigen Menschen extrem hart sind. Und Menschenrechte haben ja gerade das Ziel, solche Konflikte zu minimieren, dass man Leuten nicht unterschiedliche Anforderungen zuträgt. Das heißt, diese extensive Auslegung ist mal der erste Schritt und der ist die Grundlage aller verfassungsrechtlichen Diskussionen. Jetzt gibt es in den Einwänden, in den Diskussionen zum Kopftuchtragen immer wieder das Argument, das Kopftuchtragen sei doch vom Islam nicht zwingend vorgegeben. Dieses Argument höre ich in Diskussionen sehr häufig. Antworten kann ich mit dem, was meine Vorrednerinnen schon gesagt haben. Es gibt nicht nur eine Auslegung des Korans. Und es gibt verschiedene Verständnisse des Islams und deshalb gibt es Musliminnen, die Kopftuch tragen und es gibt Musliminnen, die kein Kopftuch tragen. Und beides sind aber glaubensgeleitete Entscheidungen.
Das heißt, man kann nicht sagen, nur weil es Musliminnen ohne Kopftuch gibt, haben die Musliminnen mit Kopftuch keine Religionsfreiheit für sich zu beanspruchen. Religionsfreiheit hat gerade den Sinn, dass verschiedene Strömungen, verschiedene Interpretationen einer Religion den Schutz genießen. Und deshalb ist das schlicht ein alberner Einwand, den auch das Bundesverfassungsgericht klar zurückweisen würde. Dritter Punkt, der nochmal an dieser Definition wichtig ist, das Kopftuchtragen als glaubensgeleitete Überzeugung gilt auch im öffentlichen Dienst. In der ersten Kopftuchentscheidung hat die abweichende Meinung von drei Richtern noch versucht zu sagen, naja, man muss ja nicht Beamter werden. Man kann ja sein Kopftuch tragen, wo man will, man muss ja nicht unbedingt an einer staatlichen Schule unterrichten. Dieses Argument ist falsch. Und das sagen auch die neueste Entscheidung, die eine der zurückhaltenden ist. Auch die sagt das ganz deutlich, der Beamte, so wir sind noch sehr mit dem generischen Maskulinum befasst in der Jurisprudenz, der Beamte gibt seine Grundrechte nicht beim Eintritt ins Beamtentum ab, sondern hat das Recht, seine Grundrechte auch in Grenzen natürlich, aber grundsätzlich im öffentlichen Dienst geltend zu machen. Das heißt, wir haben, wenn wir es verfassungsrechtlich festhalten, das erste Ergebnis ist klar, es ist die Religionsfreiheit betroffen. Es gibt keinen Weg, das loszuwerden. Dann muss der Staat, das ist, was Grundrecht ist, auch noch ganz normal, ein Kopftuchverbot durch den Staat gerechtfertigt werden. Also es ist eine Einschränkung der Religionsfreiheit und da muss man sich fragen, gibt es dafür rechtfertigende Gründe? Und jetzt kommt der Schritt, ich hatte gesagt, ich will es erstmal für sozusagen öffentlichen Dienst allgemein, wobei da das Paradebeispiel Schule ist, und möchte dann im zweiten Schritt fragen, ist es vielleicht anders in der Justiz? Sozusagen tickt die Justiz irgendwie anders. Aber zunächst mal zum Bereich Schule, den wir stellvertretend nehmen können für alle sozusagen nicht hoheitlichen oder jedenfalls nicht Justizbereiche im öffentlichen Dienst. Und man muss sich zunächst klar machen, dass Einschränkungen des Grundrechts auf Glaubensfreiheit, ich verwende Glaubensfreiheit und Religionsfreiheit synonym, nur unter sehr strengen Voraussetzungen zulässig sind. Verfassungsrechtlich gesprochen sprechen wir von einem vorbehaltlos gewährleisteten Grundrecht, was nur eingeschränkt werden darf durch kollidierendes Verfassungsrecht oder die Rechte anderer. Also müssen wir uns fragen, haben wir sowas? Und das Erste, warum man auf die Idee kommen kann, ist ein Konzept, worüber wir auch schon ein bisschen gesprochen haben, nämlich die weltanschaulich religiöse Neutralität. Und natürlich, wenn man sich Neutralität so vorstellt, dass Staat und Religion strikt getrennt sein müssen, der US Supreme Court hat teilweise die Formulierung verwendet, a strict wall of separation, also eine Mauer, dann würde man möglicherweise schnell zu einem Ergebnis kommen, dass Kopftuchtragen im öffentlichen Dienst ausgeschlossen werden kann. Das ist aber nicht das Konzept von Neutralität, was wir im deutschen Religionsverfassungsrecht kennen. Ein paar der Bereiche sind schon angesprochen worden, aber das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung von einem Konzept der offenen, übergreifenden Neutralität gesprochen. Und wenn Sie dann denken, wie deutlich ich Ihnen gemacht habe, dass die Glaubensfreiheit so extensiv auszulegen ist, dann ist klar, dass das Konzept der Neutralität nicht das sein kann, lasst's zu Hause und da sehen wir es nicht, uns stört uns nicht, sondern das Konzept von Neutralität heißt, dass Raum für Religion gegeben werden muss. Aber der Staat darf sich auf keinen Fall mit einer Religion identifizieren und er darf keine Religion bevorzugen. Das ist das Grundkonzept von Neutralität und ich zitiere wieder das Bundesverfassungsgericht. Die dem Staat gebotene religiös-weltanschauliche Neutralität ist indes nicht als eine distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche, sondern als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung zu verstehen. Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz, also die Glaubensfreiheit, gebietet auch in positivem Sinn den Raum für die aktive Betätigung der Glaubensüberzeugung und
die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit auf weltanschaulich-religiösem Gebiet zu sichern. Also, man kann nicht einfach sagen, Neutralität heißt, wir können Religion nicht sehen, sondern Neutralität im deutschen Verständnis, deutschen verfassungsrechtlichen Verständnis, ist deutlich weiter. Sodass wir uns jetzt fragen müssen, wird dieses ein so weites Neutralitätsverständnis gefährdet durch eine Lehrerin mit Kopftuch? Und ich habe Ihnen deutlich gemacht, als Kern des Neutralitätsprinzips ist anzusehen, dass sich der Staat nicht mit einer Religion identifiziert oder eine Religion propagiert. Da scheint mir nun es nicht sehr schwierig, sich klarzumachen, dass eine Lehrerin mit Kopftuch von aber wirklich keinem Menschen auf der Welt gedeutet werden könnte als der deutsche Staat identifiziert sich mit dem Islam oder propagiert den Islam, auch noch den Islam einer bestimmten Ausprägung. Das scheint mir schlicht abwegig. Deshalb ist, und das ist auch der Unterschied, das wird in der Diskussion auch häufig vermengt, zur sogenannten Kruzifixentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Kruzifixentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, da ging es, und das hat das Bundesverfassungsgericht verfassungswidrig erklärt, da ging es um vom Staat angeordnete Kreuze, die in jedem Klassenzimmer hängen. Da ist der Identifikationsgedanke sehr naheliegend, weil der Staat ja gesagt hat, wir wollen das. Dass, wenn es die ein oder andere Lehrerin mit Kopftuch an einer Schule gibt, dass das nicht den deutschen Staat zu einem islamischen Staat macht, das scheint mir so glasklar, dass ich da nur Mühe habe, mir vorzustellen, wie man ernsthaft behaupten kann, das wäre dem Staat zuzurechnen. Vielleicht aber, und das wäre das andere bei, dass möglicherweise Recht anderer das betroffen sein könnte, ist die negative Religionsfreiheit. Die negative Religionsfreiheit bedeutet, also wir reden von der negativen Religionsfreiheit der Schülerinnen, nämlich die negative Religionsfreiheit bedeutet, gewährleistet die Freiheit, ich zitiere wieder, kultischen Handlungen eines nicht geteilten Glaubens fernzubleiben. Das bezieht sich auch auf Riten und Symbole, in denen ein Glaube oder eine Religion sich darstellt. Das könnte also ein vielversprechenderer Ansatz sein, aber auch den weist das Bundesverfassungsgericht für die Schule ganz klar zurück, indem es deutlich macht, dass die negative Religionsfreiheit nicht bedeuten kann, dass ich das Recht habe, von der Konfrontation oder überhaupt dem Sehen von religiösen Symbolen anderer verschont zu bleiben. Deshalb ist sehr deutlich, dass auch im Schulbereich, und wie gesagt, das ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nach dem derzeitigen Stand, im Schulbereich die negative Religionsfreiheit der Schülerinnen nicht tangiert ist. Es ist völlig klar, wenn in dem Moment, wo eine Lehrerin missionieren will, zu ihrem Glauben überzeugen will, dann ist sie schlicht ungeeignet für den Schuldienst. Das liegt aber nicht an ihrem Kopftuch, sondern es liegt daran, dass sie missioniert. Und das ist der Unterschied, den man hier sehen muss. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Teilweise wird das Kopftuch so gedeutet, als sei es ein Symbol der Missionierung oder als Teil des politischen Islam. Das wäre grundrechtlich gesprochen sehr schwierig. Das könnte man deshalb nicht tun, weil das eine Zuschreibung ist. Wir wissen ganz genau, dass viele muslimische Frauen Kopftücher als eigene Entscheidung ihres eigenen Glaubens und Lebens nach ihren Glaubensregeln deuten. Dass es darunter auch Personen geben mag, die das als politisches Symbol tragen wollen, das kann schon sein, aber das sehen wir nicht dem Kopftuch an oder der Kopftuchträgerin, sondern das wäre dann wieder der Fall, wenn sich das irgendwie in den Schulalltag überträgt. Aber solange es nur ums Kopftuchtragen geht, haben wir also sozusagen zwei Deutungen. Wir könnten sagen politischer Islam oder wir könnten sagen glaubensgeleitete Überzeugung der einzelnen Personen. Und da sagen uns die Grundrechte, und das macht das Bundesverfassungsgericht ständig, zum Beispiel auch bei der Meinungsfreiheit, das sagt, wir dürfen nicht die sozusagen Grundrechts, die Auslegung einer Handlung oder einer Äußerung oder eben hier eines Symbols des Kopftuchs zugrunde legen, die dazu führt, dass dann das Grundrecht eingeschränkt werden kann. Sondern wir müssen im Zweifel so auslegen, dass es grundrechtsfreundlich interpretiert. Dann bleibt uns als dritte und letzte Möglichkeit für den allgemeinen Bereich noch der Schulfrieden.
Das ist was, was die beiden Gerichtsurteile Kopftuch 1 und Kopftuch 2 in der Tat herangezogen haben. Das war auch das, wo sie sich unterschieden haben. Das Kopftuch 1 hat noch zugelassen, dass der Landesgesetzgeber Kopftuch tragen generell verbieten kann. Das zweite Kopftuchurteil, die zweite Kopftuchentscheidung hat gesagt, nein, das geht nicht. Die abstrakte Gefahr reicht nicht, sondern es muss eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden sein. Ich zitiere wieder, anders verhält es sich dann, wenn das äußere Erscheinungsbild von Lehrkräften zu einer hinreichend konkreten Gefährdung oder Störung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität führt oder wesentlich dazu beiträgt. Dies wäre etwa in einer Situation denkbar, in der insbesondere von älteren Schülern oder Lehrern über die Frage des richtigen religiösen Verhaltens sehr kontroverse Positionen mit Nachdruck vertreten und in einer Weise in die Schule hineingetragen würden, welche die schulischen Abläufe ernsthaft beeinträchtigte. Ich habe jetzt was weggelassen. So, das ist das, wo ich sage, das ist nur zu erklären durch den Horror Pläni. Das halte ich für schlicht falsch. Das halte ich wirklich für falsch und mir würden, glaube ich, die meisten Verfassungsrechtler zustimmen. Weil die Frage, ob als sozusagen störende Eltern oder Schüler konnten dadurch erreichen, dass das Grundrecht einer Person, die nichts Böses gemacht hat, beschränkt werden können. Stellen Sie sich das Ganze mal vor mit einem Lehrer schwarzer Hautfarbe, wo die Eltern, sagen wir im tiefsten, wo immer, ich will jetzt nicht diskriminieren, wo der Schulfrieden gestört wird, weil die protestieren und sagen, von einem schwarzen Lehrer wollen wir uns nicht unterrichten werden. Das kann doch nicht ernst sein, dass dann der Lehrer gehen muss. Also das kann nicht sein. Insofern ist der Schulfrieden einfach eine Nullnummer. Das muss man so klar sagen. Und jetzt bin ich ja soweit, vielen Dank für den Zwischenapplaus, aber jetzt bin ich ja soweit, dass ich mit der Schule gesagt habe, da darf man das Kopftuchtragen nicht verbieten. Wie ist es aber mit der Justiz? Und ich würde sofort zugeben, dass Justiz schon noch mal heikler ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat der Sache nach entschieden, um sie nicht auf die Folter zu spannen, dass man ein Kopftuchtragen im Richterdienst verbieten darf. Es hat es diskutiert für die Rechtsreferendarin, das ist aber zu übertragen, hat aber nicht gesagt, dass man es verbieten muss. Das ist schon mal wichtig, sich klar zu machen. Sondern es hat gesagt, naja, das darf halt der Gesetzgeber entscheiden. Und wir müssen uns jetzt fragen, gibt es eigentlich Gründe, die Justiz anders zu behandeln als die Schule? Das wäre sozusagen die Frage, die wir uns stellen müssen. Und gucken, das Bundesverfassungsgericht diskutiert 5 Gründe, 2 haben wir schon sozusagen abgearbeitet. Jetzt gucken wir uns bei denen, die wir diskutiert haben, an, ob die bei der Justiz anders sich auswirken als im Bereich Schule. Und das erste ist die Neutralität. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, das ist hier anders als bei der Schule. Und ich formuliere es ein bisschen anders, als das Gericht gemacht hat, weil ich gerne nochmal auf meinen Lehrer Ernst-Wolfgang Böckenförde in Bezug nehmen möchte, der den Gedanken klar als das Gericht herausgearbeitet hat. Nämlich, er hat gesagt, der Unterschied ist, in der Schule begegnet sich Gesellschaft. In der Justiz hingegen ist das eine rein hoheitliche Veranstaltung, wo der Einzelne sozusagen gezwungenermaßen auftritt. Deshalb ist da Neutralität noch mal viel ernster zu nehmen und da darf das Kopftuchvertragen verboten werden. So Böckenförde, so im Ergebnis das Gericht. Ich halte das für falsch, weil ich glaube, dass die Frage, die dahinter steht, ist ja eine Frage des Richterbilds. Jetzt mal im ersten Schritt, ich komme noch zur Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Die Frage ist ja mit dem Richterbild. Also wir gehen davon aus, dass Richter ihre eigene Person zurücknehmen sollen und ja richten nicht nach ihren persönlichen Vorlieben, sondern sich als Person und ihre Wertvorstellung möglichst weit zurücknehmen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass das nicht komplett geht. Wir wissen inzwischen, dass das Recht nicht objektiv und neutral ist, sondern geprägt wird, auch durch die Personen, die Recht sprechen.
Nicht zuletzt die feministische Rechtswissenschaft hat dazu beigetragen, zu zeigen, wie wenig objektiv und neutral das Recht in vielem ist. Und da wäre die Frage, ob eine Person, die ein Kopftuch trägt, dann wirklich weniger neutral ist. Und da sagt selbst das Bundesverfassungsgericht, nein, das ist nun nicht so. Also, dass die deshalb weniger unparteilich ist, das kann man nicht annehmen. Dann sehe ich aber auch nicht, wie die Neutralität da noch betroffen sein kann, wenn man diesen Schritt mitmacht. Dann kommen wir als zweiten Grund zur Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Und da würde ich dem Bundesverfassungsgericht Recht geben, insoweit, dass die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege ganz viel mit Vertrauen in die Justiz zu tun hat. Und das ist ein ganz wichtiges Moment. Das würde ich auch sofort zuerkennen. Dass aber jetzt die kopftuchtragende Richterin dieses Vertrauen zerstört, ist natürlich problematisch. Also noch zu meinen Lebzeiten, ich meine, so alt bin ich schon wieder auch nicht, also wir reden von den späten 90ern, sind noch Verfassungsbeschwerden eingelegt worden, die sagen, dass ein Panel aus drei Richtern doch nun offensichtlich nicht aus drei Richterinnen, also drei weiblich besetzten Richtern, offensichtlich nicht unparteilich sein kann. Damit haben die damals verloren, glücklicherweise, aber sie sehen daran, wie schwierig es ist, durch solche Zuschreibungen die hinzunehmen. Und da würde ich nun sagen, dass allein weil man ein Kopftuch sieht, heißt ja nicht, dass deshalb das Vertrauen verloren gehen muss, sondern das heißt vielleicht, dass es allein darum geht, dass sich die Gesellschaft möglicherweise einfach umgewöhnen muss. Denn die Vorstellung, dass eine Richterin mit Kopftuch Muslime besser behandelt als Nicht-Muslime, die scheint mir eine Zuschreibung, die ich für nicht vertretbar halte. Also da wäre ich persönlich zum Beispiel sehr viel skeptischer über manche Richter, die ich so kenne, wen die bevorzugen. Ja? Also da, ich glaube nicht, dass man das an diesem Symbol sieht. Sodass dann nur die Frage ist, ist es also legitim, dass das Sehen eines Kopftuchs Befangenheit auslöst? Also den Anschein von Befangenheit auslöst, und da meine ich, das ist nicht legitim, sondern das ist durch einen Reflexionsprozess, und darüber haben wir schon öfter gesprochen, zu bearbeiten. Ich komme zur letzten Überlegung, das ist die negative der Religionsfreiheit der Betroffenen. Das ist, wie gesagt, das, wo das Bundesverfassungsgericht und auch Böckenförde sagen würden, da ist es eben ganz anders. Und da würde ich wieder sagen, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil es ist, also ich meine, die Lehrerin muss man mehr angucken als die Richterin, zumal man häufig nicht da ist, im Zivilprozess jedenfalls sind die Beteiligten ja gar nicht dabei, häufig. Also das ist mir nicht so recht einleuchtend, warum das eine so und das eine hopp und das andere top, will mir nicht richtig einleuchten. Sodass ich im Ergebnis, und ich gebe zu, das war für mich ein schwieriger Prozess, ich war intuitiv war ich schon gegen kopftuchtragende Lehrerinnen, als ich das erste Mal anfing, darüber nachzudenken, was inzwischen weit über 20 Jahre her ist, dachte ich, oh Gott, mein Kind von da. Und bei einer Juristin ging es mir so ähnlich, als ich anfing, darüber nachzudenken, ich habe mich jetzt durchgearbeitet. Mich bemüht um den Reflexionsprozess der Befreiung von aus der Unmündigkeit und so weiter und würde gerne mein Fazit an drei Gruppen richten. Erstens an die Feministinnen. Es gibt viele Feministinnen und wir erleben das auf dem feministischen Juristinnentag sehr deutlich, die massiv gegen kopftuchtragende Frauen agitieren. Wenn ich das den Namen Alice Schwarzer nenne, ist das allen bewusst, wovon ich rede. Ich verstehe die Sorge. Die verstehe ich. Also die Sorge, dass jetzt Frauen anders behandelt werden müssen als Männer, dass das unter Gleichberechtigungsperspektive problematisch ist, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass da eine generelle Religionsskepsis ist, weil die meisten Religionen, und das ist nicht nur der Islam, extrem patriarchal geprägt sind. Was ich nicht verstehe, ist, dass man das auf dem Rücken der muslimischen Frauen austragen will. Weil das muss man sich doch nochmal klar machen. Man tritt ein gegen gebildete muslimische Frauen, die nämlich keine ökonomische Unabhängigkeit in ihrem gewählten Beruf bekommen sollen.
Man kann das jetzt wieder gendertheoretisch als intersektionale Benachteiligung deuten, und sie hat sehr viel damit zu tun, der Vorwurf gegen weiße Mainstream-Feministinnen, dass sie nur ihre eigene Perspektive einnehmen und eben nicht die von anderen Frauen. Und diesen Feministinnen würde ich sagen, bitte denkt nochmal drüber nach, ob das wirklich eine gute Idee ist, gegen das Kopftuchtragen von Frauen, von freiwillig getragenen Frauen vorzugehen. Mein zweites Fazit an die liberalen GrundrechtsfreundInnen. Die Sorge, dass Religion zu viel Einfluss im Staat hat, die teile ich. Ich bin aufgewachsen in den 60er und 70er Jahren. Ich weiß, wovon ich rede. Und diese Sorge verstehe ich sehr gut. Und deshalb verstehe ich auch Forderungen danach, dass Säkularisierung sein muss. Aber ich glaube erstens, dass die Gefahr nicht vom Islam ausgeht in Deutschland, sondern wenn überhaupt von den christlichen Kirchen. Ich würde inzwischen auch nicht mehr sagen, dass es von denen ausgeht, angesichts des enormen Bedeutungsverlustes, den die Kirchen durchgemacht haben seit meiner Kindheit. Und ich glaube, dass die Hauptgefahr der Säkularisierung ist, und das ist wirklich mein Fazit an die Grundrechtsfreundin, dass nun gerade die Religionsfreiheit völlig unterschätzt wird in der säkularisierten Welt. Ich habe das Gefühl, dass durch die nicht gläubig sind, so unterschätzt wird, was das für ein Konfliktpotenzial für den Einzelnen ist, weil sonst verstehe ich gar nicht, wie man als eigentlich grundrechtsfreundlich sagen kann, die Religionsfreiheit soll doch da mal zurücktreten. Und damit komme ich zum Fazit für alle. Die Sorge, dass kopftuchtragende Lehrerinnen oder Richterinnen Mühlen auf das Wasser der Feinde des freiheitlichen Verfassungsstaates sind, die teile ich auch. Die Sorge mache ich mir. Ich glaube, dass die Sorge, dass Islamisten Raum bekommen, die unseren Verfassungsstaat zerstören werden, eine ist, die ich nachvollziehen kann. Ich glaube aber nicht, dass es hilft, allen Muslimen Verfassungsfeindschaft zu unterstellen, sondern ich glaube, dass genau diese Differenzierung zwischen den Muslimen, denen in der Tat kein Raum im freiheitlichen Verfassungsstaat gegeben werden soll, die unsere Gesellschaft, sozusagen freiheitliche demokratische Grundordnung, zerstören wollen, denen will ich keinen Raum geben. Aber allen Muslimen zu unterstellen, dass sie zu dieser Gruppe gehören und das bezwecken, das scheint mir empirisch so abwegig und prinzipiell falsch. Und selbst wenn die Gesellschaft noch ein bisschen Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen, denn ich glaube, in Wirklichkeit geht es um die Abwehr des Fremden und um das Ungewohnte und um das Ungewohnte. Und selbst wenn die Gesellschaft dafür noch Zeit braucht, nicht auf dem Rücken feministischer Juristen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Saksowski, für diesen Vortrag. Und jetzt freuen wir uns, von Herrn von Plotnitz zu hören. Danke, jawohl. Vielen Dank. Ja, auch von mir aus zunächst mal vielen Dank für die Einladung zum heutigen Streitgespräch, hätte ich fast gesagt. Also ich bin nicht in der glücklichen Lage, wie vorhin Frau Akün nach dem Vortrag von Herrn Bielefeld zu sagen, ich stimme in allen Punkten zu. Ich stimme nicht in allen Punkten zu und ich bin, wenn es um die Rolle geht, die das Kopftuch im Besonderen, aber alle religiösen Symbole, vor allen Dingen im staatlichen Schulunterricht, dann bin ich abweichender Meinung. Und ich will, weil ich wenig Zeit habe, auf einige Punkte eingehen, die Frau Saksowski angesprochen hat. Also zunächst mal hat Frau Saksowski ja erwähnt, dass zu den Verfassungsgütern, die bei der Beurteilung dieser Frage eine Rolle spielen, das Prinzip der staatlichen Neutralität in Religionsangelegenheiten gehört.
Und das kam mir ehrlich gesagt im Beitrag von Frau Saksowski zu kurz, aber das kommt mir auch zu kurz, vor allen Dingen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch, die wir seit 2003 kennen. Frau Saksowski hat ja gemeint, das sei immer so gewesen, dass da ein offenes Verhältnis gemeint gewesen sei und eines, das gleichsam auf Gemeinsamkeit abstellt. Das sehe ich nicht so. Also wenn man sich ansieht, die Kreuzurteile, 75 schon und 95, da wird ist das Neutralitätsgebot nichts, was eingeschränkt ist. Also 75 ging es um einen jüdischen Anwalt in Köln, der es aufgrund seines Glaubens ablehnte, in einem Gerichtssaal zu verhandeln unter einem christlichen Kreuz. Und dem hat das Bundesverfassungsgericht, und zwar ausdrücklich unter Berufung auf die staatliche Neutralität in Glaubensangelegenheiten und auf die negative Glaubensfreiheit, das Recht zugestanden, in einem Saal zu verhandeln, in dem das nicht der Fall ist. Und ähnlich war es auch in der Entscheidung 1995, da ging es, glaube ich, um eine Familie von Anthroposophen, die sich dagegen wehrten, in Bayern erst unter einem Kruzifix und dann, also ihre Kinder in Bayern, erst unter einem Kruzifix und dann unter einem Kreuz unterrichtet zu sehen. Auch da wurde negative Glaubensfreiheit und Neutralität in Anspruch genommen, um zu sagen, das ist denen nicht zumutbar. Was für Bayern natürlich ein erheblicher Schock war. Und jetzt im Jahre 2003 hat das Bundesverfassungsgericht etwas getan, was insofern schon neu war. Es hat nämlich nicht gesagt, Neutralität ist Neutralität, sondern es hat gesagt, Neutralität, Frau Saksowski hat es ja zitiert, ist ein offenes, übergreifendes, alle Glaubensrichtungen erfassendes, förderndes Verhältnis von Staat und Kirche. Und da gebe ich zu, frage ich mich erstmal auch, wo steht denn sowas im Grundgesetz? Das Grundgesetz kennt die Garantie der Glaubens- und Religionsfreiheit und stützt in diesem Zusammenhang eben das Neutralitätsgebot auf diesen Schutz, der notwendig ist. Die Neutralität ist die andere Seite der Medaille des Schutzes des Grundrechts der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Die wird dadurch geschützt, dass der Staat sagt, ich halte mich raus aus allen Angelegenheiten der Religion und der Glaubensbekenntnisse. Ich mache mich mit keiner gemein, ich identifiziere mich mit keiner, ich ziehe keine vor und ich benachteilige keine. Das ist was anderes als ein förderndes Verhältnis. Und wenn ich daran denke, dass wir eine besonders religionsverfassungsrechtlich ja witzige quasi Situation dadurch haben, dass wir immer noch einen Artikel 140 haben, in dem übernommen werden die Regelungen der Weimarer Reichsverfassung in das Grundgesetz, die es seit 1919, glaube ich, schon gegeben hat, nämlich, dass die Staatsleistung, die der Staat den Kirchen gewährt, abzulösen sind, ein Verfassungsauftrag der Trennung von Kirche und Staat, nicht des fördernden Verhältnisses oder der Herstellung eines fördernden Verhältnisses, dann kann man natürlich sagen, das hat 100 Jahre niemand gekümmert oder noch länger, aber trotzdem finde ich, ist das schon ein Widerspruch zu dem Gedanken, dass wir plötzlich im Verhältnis von Kirche und Staat von einem fördernden Verhältnis auszugehen haben. Also insofern meine ich, dass das Neutralitätsgebot zu kurz kommt in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wie auch im Beitrag von Frau Saksowski, warum sollen wir da auch nicht unterschiedliche Meinungen haben. Und ich gestehe ja auch, dass die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben ja beide, vor allen Dingen die erste von 2003, hat ja auch eine produktive Seite und fortschrittliche Seite gehabt, nämlich dort, wo sie gesagt haben, ob Kopftücher zugelassen werden oder nicht. Das kann man nicht einzelnen Schulen überlassen oder einzelnen Schulbehörden. Das muss der Gesetzgeber einschließlich der Voraussetzungen, unter denen das überhaupt zu entscheiden ist, selbst regeln. Und genauso positiv war natürlich die Feststellung des Verfassungsgerichts, dass wenn man entscheidet
unter strikter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Verhältnis zu allen Religionen, also keine Bevorzugung der einen und der anderen. Und insofern, wir haben ja beide bei dem Staatsgerichtshof angehört, halte ich es immer noch verfassungshistorisch für das Verblüffendste, dass trotz dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts viele Landesgesetzgeber, vor allen Dingen aber auch die in Hessen und Nordrhein-Westfalen, man kann etwas spöttisch sagen, in strikter Missachtung des Gebots der Gleichbehandlung, von dem das Verfassungsgericht gesprochen hat, hergegangen sind und offen den Versuch gemacht haben, jüdische und christliche Symbole zum Nachteil des muslimischen Kopftuchs zu privilegieren. Das geschah mit einem Trick. Da hat man nämlich gesagt, das Kreuz oder die Kippa, das sind eigentlich gar keine Religionssymbole mehr. Das sind Errungenschaften des europäisch-abendländischen Kulturraums und haben gar nichts mit Religion zu tun. Das ist natürlich eine Abwertung, die sich vor allen Dingen Religionen nicht gefallen zu lassen brauchen. Und insofern war das natürlich ein Wunderpunkt, der in Hessen auch 2007 beim Staatsgerichtshof zu einem Verfassungsstreit geführt hat, weil das hessische Gesetz und der hessische Gesetzgeber genau zu diesem Trick gegriffen hatten. Aber trotzdem hat eine Mehrheit des Verfassungsgerichtshofs, der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, dieser, wie ich finde, schon am Gleichheitsgebot eigentlich scheiternden Regelung ihren verfassungsrechtlichen Segen erteilt. Und es gab ein Minderheitsvotum, an dem ich beteiligt war, das aber davon ausging, dass wegen Verstoß gegen Gleichbehandlungsgebots das ganze Gesetz verfassungswidrig ist. Es hat aber nichts genützt. Bis heute in der Welt, glaube ich, Teil 86, Paragraph 3, hessische Schulgesetz, gibt es immer noch. Und ähnlich war es in Nordrhein-Westfalen. Da sind die auch unter Berufung auf den abendländisch-christlichen Kulturbereich, haben sie auch diese Privilegierungsversuche unternommen. Und dem hat das Bundesverfassungsgericht 2015 dann einen Riegel vorgeschoben und das Einschlägegesetz anders als das Staatsgerichtshof in Hessen aufgehoben. Und da allerdings dann eben doch auch Hürden für die Zulassung des Kopftuchs in der Schule aufgestellt, die ich für bedenklich hoch halte. Wobei ich finde, dass wir vielleicht in dem Zusammenhang auch mal gut daran tun, uns vor Augen, es geht nicht immer nur ums Kopftuch, das beherrscht zwar die öffentliche Debatte, aber es geht um den Umgang des Staates mit Religionssymbolen überhaupt. Das ist nicht nur das Kopftuch, das ist die Kirche, das ist das Kreuz, das ist die Kippa. Und insofern, wenn man das alles vor Augen führt, geht es also nicht nur um mögliche Diskriminierung von Muslimas und Kopftuchträgerinnen, sondern es geht da schon um die prinzipielle Frage, welche Rolle darf Religion und Religionssymbole in öffentlichen Bereich wie in der Schule spielen und wie nicht. Und ich möchte nochmal zurückzukommen aufs Neutralitätsgebot. Es ist ja nicht nur ein Gebot, das sichert das Grundrecht der Glaubensfreiheit durch Nichteinmischung. Es ist auch die Verkörperung einer Maxime, die schon sehr wichtig ist aus meiner Sicht, nämlich der Maxime, dass im demokratischen Staat, die Bundesrepublik ist ein demokratischer Staat, eben nicht Religionsgesetze das Geschehen in Staat und Gesellschaft bestimmen, sondern ausschließlich vom demokratisch legitimierten Gesetz und Verfassungsgeber festgelegte Grundsätze und Normen. Das ist schon was Wichtiges, also ein bisschen pointiert und polemisch gesagt, der demokratische Staat ist kein Gottesstaat und ist auch kein Gottesstaat-Leit und ist auch kein multireligiöser Religionsstaat oder Kirchenstaat. Also das ist mir in dem Zusammenhang wichtig. Und wenn ich dann, was ich allerdings teile, das ist die Kritik an dem Urteil von 2015, wo, wenn es um die Hürden geht, ja gesagt wurde, es reicht nicht der Gedanke an eine abstrakte Gefahr für den Schulfrieden. Gefragt sind konkrete Anhaltspunkte für Gefahren oder Störungen des Schulfriedens. Wenn man sich fragt, ja,
worin sollen denn diese konkreten Anhaltspunkte bestehen? Dann gibt es die Entscheidung sogar eine Antwort drauf, nämlich dann, wenn in beachtlicher Zahl es zuvor zu Störungen und oder Gefährdungen des Schulfriedens gekommen ist. Und das halte ich nun, gebe ich zu, für völlig unnachvollziehbar, vor allen Dingen, weil das den Schutz der individuellen Glaubensfreiheit zumindest in den Reihen der Schülerschaft und ihrer Eltern überlässt der Mehrheit der Schulgemeinde und ihrer Angehörigen. Ganz abgesehen davon, dass für Gefahren und Störungen des Schulfriedens lässt sich leicht sorgen. Und ich meine, gerade mit dieser Regelung wird wirklich der negativen Religionsfreiheit von Schülerinnen und Schülern oder ihren Eltern wahrlich keinen Gefallen getan, weil wenn es da welche gibt, und das ist genauso legitim aus Glaubensgründen wie die Lehrerin, die sagt, ich will ein Kopftuch tragen, die sagen, ich will aber kein Kopftuch sehen, dann mag ich nicht, dann gerät die in die Rolle eines Störers, der übrigens noch nicht mal erfolgreich klagen kann, weil die können sagen, mehrheitlich stört das hier niemanden. Und das, finde ich, ist nicht kein gelungenes Beispiel für die Organisation des Schutzes der Glaubens- und Religionsfreiheit. Ein letztes noch, Frau Sakowski hat ja darauf hingewiesen, dass das, was für die Schule gelten soll, nämlich individuelle Glaubensfreiheit vor Neutralität, das soll ja nicht mehr für die, oder nicht, 2020 ist so entschieden worden, für den Bereich der Justiz gelten. Da soll wegen des spezifisch hoheitlichen Charakters der Arbeit der Justiz es nicht möglich sein, ein Kopftuch zuzulassen. Also zum spezifisch hoheitlichen Charakter einmal zurück in die Schule und zu dem angeblichen Unterschied zwischen dem Religionssymbol an der Kleidung einer Lehrerin oder einem Kreuz an der Wand. Natürlich ist eine Lehrerin kein Klassenzimmer oder auch kein Gerichtssaal, aber eine Lehrerin die tritt nicht als Privatperson auf und die tritt auch nicht als Vertreterin irgendeiner Religion auf. Sie tritt auf als Vertreterin eines staatlich und demokratisch festgelegten Erziehungsauftrags. Also sie ist eine Autoritätsperson und als Autoritätsperson hat sie gewaltige Befugnisse, wenn es um Eingriffe in die Freiheitsrechte ihrer Schülerinnen und Schüler geht. Und von daher glaube ich schon, dass es ein sehr legitimes Unterfangen ist, zu erwarten, auch von Lehrern, dass sie sozusagen auf die Bekundung ihres Glaubens verzichten, um gar nicht erst den Eindruck aufkommen zu lassen, dass etwa bei der Bewertung der Leistung der Schülerinnen und Schüler andere Einflüsse als die, die im staatlichen Erziehungsauftrag festgelegt sind, eine Rolle spielen könnten. Also insofern plädiere ich, um es kurz zu machen, mehr Trennung von Kirche und Staat, als das Bundesverfassungsgericht vorsieht, und mehr Schutz der Glaubensfreiheit durch Neutralität des Staates. Dankeschön. Gerne, ja. Ja, vielen Dank, Herr von Plotnitz, für diesen Vortrag. Frau Sakowski möchte sofort zurückschlagen, genau. Das wird Sie nicht überraschen, Herr von Plotnitz, dass ich gerne sofort ein paar Dinge beantworten möchte. Ich fange mal hinten an. Nämlich mit der Lehrerin und mir scheint, dass Sie dabei völlig übersehen oder völlig unberücksichtigt lassen, das, was ich vorhin mit Heiner Bielefeld schon mal so kurz diskutiert habe, das ist das, was wir mittelbare Benachteiligung nennen, eine Rechtsfigur des Antidiskriminierungsrechts, die völlig klar ist und mit in den Blick nimmt, dass bestimmte scheinbar neutrale Regeln sich sehr unterschiedlich auswirken. Nämlich, also wenn wir als Normalität hätten, dass wir alle Kopftücher tragen, wäre völlig klar, dass wir haben wir nicht, aber deshalb wirkt es sich völlig anders aus. Also die scheinbar neutrale Regel, keine religiösen Symbole, wirkt sich völlig anders aus auf
Musliminnen, die der Auffassung sind, dass Kopftuch tragen von ihren Glaubensüberzeugungen geboten ist. Und das wird meines Erachtens völlig übersehen. Das Bundesverfassungsgericht hat das durchaus mit anerkannt. Und es ist damit natürlich auch ein Problem der Geschlechterdiskriminierung, nämlich eine mittelbare Benachteiligung. Theoretisch könnte es auch um die Kippa gehen, aber ja, aber mittelbare Benachteiligung ist genau das, das sagt, wenn ganz überwiegend eine bestimmte Gruppe betroffen wird, ist das verfassungsrechtlich verboten, außer es gibt eine gute Rechtfertigung und dann sind wir wieder beim Streit um die Rechtfertigung. Um es ganz klar zu sagen, ich hoffe, dass Sie es nicht so gemeint haben, aber dass ich keinen Gottesstaat leid will, also ich hoffe, das ist deutlich geworden. Nein, also nur, dass wir uns... Ja, aber auch zugespitzt bin ich weit entfernt von einem Gottesstaat leid. Ich sage nur, dass Raum für Religionsfreiheit gelassen werden muss. Und Ihre Annahme, dass das völlig neu sei im Kopftuch 1, das halte ich schlicht für nicht zutreffend. Wenn wir uns die alten Entscheidungen angucken, sind die eher viel offener und übergreifender als die davor. Ihr Beispiel von 1975 ist ein besonders unglückliches, weil diesem jüdischen Rechtsanwalt, das war ein konkretes Verfahren, und diesem einzelnen jüdischen Rechtsanwalt wurde wegen des Holocaust das Recht zugesprochen, individuell, ohne Kreuz verhandeln zu dürfen. Das war gerade nicht die Entscheidung, dass es keine Kreuze in Gerichtssälen geben darf. Ja, und der Holocaust-Erfahrung. Ja. Die zweite Sache ist nochmal zum Kruzifix. Der Unterschied ist, einmal sagt der Staat, ich will ein Kreuz aufhängen, und einmal sagt eine individuelle Lehrerin, es gibt an der Schule mehrere Lehrerinnen, manche mit Kopftuch, manche andere. Das ist eine völlig andere Aussage, ob sich der Staat damit identifiziert. Und schließlich der Verweis auf die Staatsleistungen, der ist natürlich ein sehr isolierter. Wir sind uns ja einig, dass die Weimarer Kirchenartikel noch sehr viel mehr enthalten, zum Beispiel die Garantie der Militärseelsorge und ähnliche Dinge, die schon sehr, sie haben die Rechtsfigur der juristischen Person des öffentlichen Rechts. Die Ablösung der Staatsleistungen ist ein ganz spezifischer Paragraph, also Forderung, die ich für richtig halte. Ich denke auch, dass das endlich passieren würde, sollte. Das hat aber was mit ständigen Zahlungen des Staates noch aus diesen alten Enteignungen von Kirchenbesitztümern zu tun. Das ist eine sehr isolierte und sehr kleine Frage, warum der Staat nun theologische Professuren teilweise noch finanziert. Das gehört abgeschafft. Das hat aber mit der Frage von Trennung von Staat und Kirche nur peripher zu tun, nämlich nicht mit dem Konzept Religion nur in der Privatsache oder Raum für Religion im Öffentlichen. Und ich würde sagen, Raum, aber gleichberechtigt. Da sind wir uns völlig einig. Es muss eine Gleichbehandlung der Religionen geben. Ja, wie auch immer, also der Streit, um den es geht, ist doch ganz klar. Kann ich von einer Lehrkraft, die aufgrund ihres Glaubens sagt, ich will und kann nicht auf ein religiöses Symbol an meiner Kleidung verzichten, kann ich der zumuten, darauf zu verzichten, aus Gründen der staatlichen Neutralität im Verhältnis zu den Religionen. Ich komme zu dem Ergebnis, jawohl, das ist zumutbar, weil eben, wie gesagt, sie nicht Vertreterin einer Religion ist und weil sie Vertreterin eines staatlich geregelten Erziehungsauftrages ist und gar nicht erst der Eindruck entstehen sollte und könnte, dass das, was sie im Umgang mit ihren Schülerinnen und Schülern macht, vor allen Dingen, wenn es um die Beurteilung von Leistungen und Verhalten geht, dass da andere Dinge als die im staatlichen Erziehungsauftrag geregelten eine Rolle spielen könnten. Also insofern glaube ich, wenn ich unter einem Kreuz im Klassenzimmer sitze, als Schülerin oder Schüler, oder eine Lehrkraft konfrontiert bin, die ein gut sichtbares großes Kreuz trägt oder eine gut sichtbare Kippa oder ein gut sichtbares Kopftuch, dass ich da auf den Gedanken käme, na vielleicht spielen bei der auch eine andere Rolle, wenn es um meine Person geht, als das, was da die staatliche Schule vorgibt.
Das halte ich für nicht abwegig. Also insofern plädiere ich, meine ich schon, das ist alles zumutbar. Aber, und wie gesagt, natürlich sind weder Sie noch die Bundesrepublik ein Gottesstaat leid. Aber die Art und Weise, wie vom Bundesverfassungsgericht gleichsam für die Öffnung des öffentlichen Bereichs Schule für religiöse Symbole gesorgt worden ist, das ist schon eine Annäherung an einen Staat, in dem Religion und Religionssymbole eine erhebliche Rolle spielen sollen. Und in welche Teufelsküche Sie dann kommen, wenn es um die Folgen geht, das haben Sie ja selbst gesagt mit Ihrem Hinweis auf die Justiz, dass das auch Ihnen nicht einleuchtet, wenn man sagt, für die Justiz kann nicht gelten, muss dasselbe gelten wie für die Schule. Das ist ja, also das würde ich auch so sehen, Gleichbehandlungsgebot. Aber ich würde sagen, diese ganzen Probleme vermeidet man am besten, wenn man eine klare Grenze zieht zwischen Staat und Religion, gerade im Bereich der Schule. Ich darf mich an der Stelle bedanken bei den beiden Teilnehmern, Herrn von Plotnitz und Frau Saksowski. Und ich glaube, wie du eben auch gesagt hast, es gibt noch Stoff für eine nächste Konferenz, oder? Genau. Danke Ihnen allen. Genau. Vielen Dank. Erst einmal Applaus für die beiden, alle drei. Genau, ich beende die Konferenz wirklich in weniger als 60 Sekunden, deshalb können Sie gleich alle gehen. Vielen, vielen Dank für alle Referentinnen und Referenten, die gekommen sind, auch für die 10 Minuten. Wir konnten sie nicht aufholen, die wir seit heute Morgen in Verzug gewesen sind. Es war eine sehr spannende Diskussion, wir waren mittendrin. Wir nehmen das mit, Herr Forst, denke ich, Sie nicken schon, wir machen da weiter und führen diese Diskussion fort. Wir haben ganz unterschiedliche Themen heute angerissen und nicht vollkommen diskutiert. Ich glaube, das ist wichtig zum Mitnehmen. Haben einen schönen Abend noch. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.